eToro präsentiert den Spieltagscheck. Moin und herzlich willkommen zum eToro Spieltagscheck vor der Auswärtspartie unserer Rothosen beim FC Ingolstadt 04. Ja, heute nicht nur ein sonniger Tag im Volkspark, sondern auch ein ganz besonderer, denn die HSV-Stiftung Der Hamburger Weg hat wieder mal den Zukunftstag organisiert und dementsprechend habe ich mir hier heute zwei Co-Moderatoren an die Seite geholt. Das sind einmal Emma und einmal Ben und die werden jetzt zum Start in den Spieltagscheck einmal ihre Fragen stellen, die sie sich gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen und Teamkollegen vorher überlegt haben. Emma, du darfst starten. Bitteschön. Genau, also wir hätten einmal die Frage, warst du in deiner Jugend auch schon immer ein Mittelfeldspieler oder war das schon mal anders? Nee, das war schon immer so. Ich habe immer Mittelfeld gespielt und ja, ein bisschen weiter vorne als heute, aber ich habe immer Mittelfeld gespielt, ja. Was machen Sie anderes noch in Ihrer Freizeit als Fußballspielen? Ja, momentan bei dem guten Wetter gehe ich gerne mit meinem Hund spazieren, mit meiner Freundin, auch gerne ja, Basketball spielen mit Freunden und ja. Cool. Glaubst du, die Mannschaft ist gut vorbereitet für das Spiel in Ingolstadt? Auf jeden Fall sehr gut sind wir vorbereitet. Der Trainer bereitet uns immer sehr gut auf den Gegner vor und wir freuen uns schon. So, dann noch einmal Ben. Glaubt ihr als Mannschaft noch an den Aufstieg? Klar, wir werden alles dafür geben und wir hoffen, dass wir es irgendwie schaffen noch am Ende. Wir wissen auch, dass wir auch irgendwie Schützenhilfe brauchen, aber wir wollen erstmal selber unsere Spiele gewinnen und dann glauben wir schon natürlich noch dran. So, das war doch mal ein anderer, aber wie ich finde, richtig cooler Start in den Spieltagscheck. Vielen Dank Emma, vielen Dank Ben für eure Fragen, vielen Dank auch Mefo an dich, dass du das mitgemacht hast. War richtig schöne Geschichte. Wir schauen jetzt erstmal, was sich hier sonst noch so im Volkspark getan hat, bevor ich dann mit meinen richtig kritischen Fragen um die Ecken komme. Aber erstmal gucken wir jetzt auf unseren HSV. Der Zukunftstag hatte den HSV in fester Hand und machte auch vor der Pressekonferenz keinen Halt. So stellte sich unser Cheftrainer Tim Walter neben den Fragen der Journalisten auch den teils unangenehmen Fragen der Schülerinnen und Schüler. Moin Tim, meine Frage ist, wie zufrieden sind Sie mit der Saison bisher? Ja, geht immer besser, ist auch normal, aber ich glaube, dass man sieht, dass die Mannschaft sich weiterentwickelt, dass sie einen guten Ball spielt. Ja, und deswegen gibt es einige Dinge, die wir sehr gut machen, aber es gibt immer noch Verbesserungspotenzial und daran arbeiten wir. Auf dem Trainingsplatz durfte unser Trainer Stürmer Robert Glatzel zum Ende der Woche wieder begrüßen. Der Angreifer fehlte zu Beginn der Woche mit einer Erkältung. Zu ihm gab der Coach ein Gesundheitsupdate. Zu Bobby, ja, wir sind da mit der medizinischen Abteilung natürlich im Austausch und mit ihm. Und dann entscheide ich, ob er dann letztendlich so fit ist, dass er auflaufen kann. Momentan macht es den Eindruck. Mit dem FC Ingolstadt reisen die Rothosen zum Tabellenletzten der zweiten Bundesliga. Allerdings ist dies kein Grund für unseren Trainer, das Spiel auf die leichte Schulter zu nehmen. Ingolstadt ist trotzdem eine Mannschaft, die in der zweiten Liga mitspielt und auch ihre Daseinsberechtigung hat und dementsprechend auch individuell gute Spieler hat. Vielleicht haben sie es nicht immer auf den Platz bekommen. Trotzdem werden sie gegen uns alles reinhauen. Die werden alles investieren, versuchen genauso wie die anderen 17 Mannschaften auch gegen den HSV ein sehr gutes Spiel abzuliefern. Aber wir müssen bei uns bleiben. Und damit auch beim FC Ingolstadt ein gutes Spiel abzuliefern und mit 3 Punkten zurück nach Hamburg zu reisen. So Mefo, nach den Kids-Fragen wollen wir jetzt einmal in den Rückspiegel schauen und da sehen wir das 4:2 in Regensburg. Ich habe dich beobachtet nach dem Tor von Joscha Wagnermann, du warst zu dem Zeitpunkt ja schon ausgewechselt. Beschreib mal deine Gefühle, was hast du gemacht, nachdem der Ball da die Linie überschritten hat? Ja, also ich war unfassbar glücklich in diesem Moment, kann ich gar nicht so beschreiben. Es war sehr, sehr emotional. Ich bin auch ausgewechselt worden, weil ich wirklich gar nicht mehr, ich habe quasi gar nicht mehr richtig Luft bekommen beim Zurücklaufen. Aber nach dem Tor auf einmal bin ich da losgesprintet. Hätte ich nicht gedacht, dass ich noch so viel Power in mir habe, aber es sind halt dann die Emotionen. Waren ja dann alle Mann quasi auf einem Hamburger Haufen. Ihr habt alle zusammen gefeiert. Ich finde, das hat auch mal wieder gezeigt, welchen besonderen Team-Spirit ihr hier habt. Du bist jetzt schon einige Jahre im Profifußball unterwegs. Hast du das so schon mal erlebt, dass eine Gruppe so zusammensteht, so zusammenhält?
Also das ist auf jeden Fall sehr extrem hier, vor allem nach Rückschlägen, wie wir immer wieder zurückkommen. Ich muss sagen, dass ich aber letztes Jahr in Kiel hatte ich auch einen sehr, sehr starken Zusammenhalt in der Mannschaft. Das war schon ähnlich so wie hier und auch damals in Karlsruhe, als wir Dritter geworden sind. Aber das ist so vergleichbar wie hier mit dem Team Spirit. Ja. Lass uns jetzt mal kurz ein bisschen privater werden. Du lebst jetzt schon einige Monate in Hamburg. Wie hast du dich hier in der Stadt akklimatisiert und was sind vielleicht die Orte, die du in deiner Freizeit gerne aufsuchst? Ja, ich will jetzt nicht zu viele Orte verraten, sonst wird es vielleicht zu voll da. Nee, Spaß. Also ich bin sehr gerne so am Elbstrand, finde ich sehr schön. Ottensen gefällt mir sehr, sehr gut. Bin aber auch gerne mal ab und zu in der Schanze. Also mir würden jetzt noch viele andere Sachen einfallen. Mir gefällt Hamburg sehr, sehr gut. Jetzt werden wir direkt wieder sportlich. Du warst in der Hinrunde auch hier bei mir beim Spieltagscheck. Damals haben wir beide noch so ein bisschen geflaxt, weil du in der vergangenen Saison in Kiel in 34 Spielen keinen einzigen Scorerpunkt verbuchen konntest. Vielleicht erinnerst du dich. Jetzt habe ich nachgeschaut. 1 Tor, 4 Assists. Was ist da los, Meffo? Da hast du dich aber gewaltig gesteigert. Ja, ich würde sagen, diesmal ist es einfach so, dass wenn ich einen guten Pass spiele, wird der Ball auch eher mal reingeschossen. Also in Kiel habe ich auch schon ein paar gute Bälle gespielt, aber ja, da hat der Torwart dann irgendwie gehalten oder der Spieler vielleicht nur gegen Pfosten geschossen, nicht ins Tor. Manchmal liegt es auch daran. Der Ball ist mir jetzt einmal sehr gut vor die Füße gefallen gegen Bremen. Ja, aber für mich persönlich macht das überhaupt keinen Unterschied. Mir geht es nur darum, wie viele Punkte wir haben am Ende der Saison. Das ist das Einzige, was für mich zählt. Alles andere ist mir eigentlich egal. Das ist auf jeden Fall die richtige Einstellung. Es könnte ja vielleicht auch daran liegen, dass gerade unter Tim Walter hier ja sehr offensiv ausgerichtet gespielt wird. Für dich ist es ja schon die zweite Saison unter dem Coach. Du hast 2018-19 schon unter Tim in Kiel gespielt. Findest du oder empfindest du es so, dass er seine Spielweise ein Stück weit angepasst hat? Oder ist das immer noch dieser Walter-Fußball, den du schon von der Förde kanntest? Ja, also das ist eigentlich der Walter-Fußball, den ich von der Förde kannte. Aber es sind schon ein, zwei Sachen, die er angepasst hat. Die sieht man auch. Was halt so typisch ist, dass halt jeder versucht, auch wenn er mal einen Fehler macht, dass er trotzdem versucht, weiter zu spielen, weil der Trainer es halt auch so vorlebt. Einfach dieses Selbstvertrauen und einfach trotzdem weiter zu spielen. Vielleicht ist es ein, zweimal dann auch zu viel kurz rausgespielt. Und man könnte eher mal den langen Ball suchen, aber es ist nicht so, dass der Trainer uns verboten hat, einen langen Ball zu spielen. Also das ist überhaupt nicht der Fall. Sehr schöne Überleitung zu meiner nächsten Frage, denn bei den Fans, aber auch medial, ist ja immer wieder dieser risikoreiche Spielaufbau ein großes Thema irgendwie. Wie empfindest du das? Du spielst auf der 6, sag ich mal, im Epizentrum des Geschehens. Wie nimmst du das wahr und wie wird darüber auch in der Kabine gesprochen? Ja, also erstmal muss man sagen, dass jetzt mit Regensburg natürlich ein schlechtes Beispiel ist, weil da war es schon extrem, ja, in der Anfangsphase, dass wir viele Fehler gemacht haben und der Gegner echt sehr große Chancen hatten, hatten wir wirklich Glück, das muss man zugeben. Aber sonst generell finde ich das nicht so, nicht so gefährlich, weil wir schon, auch wenn wir flach hinten rausspielen, versuchen wir schon, dass dann von der anderen Seite nachgeschoben wird, dass wir, falls wir den Ball verlieren, schon noch genügend Spieler in der Nähe haben. Ich glaube, wir haben auch mit die wenigsten Gegentore. Also so ganz, ganz schlimm ist es ja eigentlich nicht. Auf jeden Fall, das stimmt. Jetzt fahren wir am Sonnabend nach Ingolstadt, spielen beim bereits feststehenden Absteiger. Wie geht man so eine Partie an? Ja, also das ist erstmal eine Partie wie jede andere in der Saison. Wir müssen, nur dass wir gewinnen müssen, das wissen wir alle, wir müssen gewinnen. Aber für Ingolstadt ist es wahrscheinlich, die haben überhaupt nichts zu verlieren. Das ist für die perfekt. Die spielen gegen den HSV. Das ist ein besonderes Spiel für die. Die können eh nichts mehr verlieren. Und darauf sind wir eingestellt, werden wir eingestellt sein. Das wird ein sauschwieriges Spiel, das weiß jeder von uns. Die Kids haben eben ja schon überragend und investigativ nachgefragt. Glaubt ihr noch an den Aufstieg? Da in die Richtung ging das natürlich. Viele Menschen in Hamburg bewegt das. Ich glaube aber, dass bei euch in der Kabine, dass die Mentalität im Moment auch einfach so ist, wir nehmen die Spiele, wie sie kommen und versuchen einfach durchzuziehen, oder? Ja, also das ist zu 100% so. Wir wurden ja vor, ich weiß nicht, vor wie vielen Spielen ich schon darauf angesprochen wurde, so ja, jetzt geht ja gar nichts mehr. Und mir haben auch einige Leute geschrieben, ah, schade, habt ihr es nicht geschafft. Da habe ich immer gesagt, ja, wenn ihr es so seht, ist es so. Die Saison ist aber erst am Ende vorbei. Aber wir wissen natürlich auch, dass wir schon viel vergeben haben. Also wir haben jetzt wirklich kein Spiel mehr, was wir verschenken dürfen oder können. Das wissen wir auch alle. Aber wir gucken wirklich von Spiel zu Spiel. Oh, also wir können ja auch nichts anderes machen, weil wir sind natürlich auch von den anderen abhängig. Das ist einfach so.
Aber wir versuchen, unser bestes Spiel am Wochenende zu spielen, zu gewinnen und dann schauen wir mal weiter. Wir versuchen, unser bestes Spiel am Wochenende zu machen, sagt Jonas Meffert. Und worauf wir da beim Gegner aus Ingolstadt achten müssen, das schauen wir uns jetzt nochmal im Detail an im Gegnercheck. Am Sonnabend geht es für unseren HSV gegen den FC Ingolstadt um 3 Punkte. Für die Ingolstädter ist der Abstieg in Liga 3 bereits besiegelt. Am vergangenen Wochenende verspielte der FCI eine 2:0-Führung gegen den KSC und konnte nur einen Punkt aus Karlsruhe mitnehmen. Dadurch haben die Schanzer rechnerisch keine Chance mehr auf den Klassenerhalt. 10 Punkte trennt das Team von Trainer Rüdiger Rehm vom Relegationsplatz. Auf einen Nicht-Abstiegsplatz sind es sogar 16 Punkte. Besonders defensiv zeigten die Schanzer in dieser Saison große Schwächen. Bereits 58 Gegentore bekam die Mannschaft von Rüdiger Rehm in dieser Spielzeit. Nur Erzgebirge Aue verzeichnete nach 31 Spieltagen mehr Gegentreffer. Nach einem Jahr in der zweiten Bundesliga geht es für den FC Ingolstadt also wieder zurück in Liga 3. Ein Selbstläufer wird die Partie in Ingolstadt für die Rothosen aber sicher trotzdem nicht. In der Rückrunde zeigte sich der FCI um einiges stabiler als in der Hinrunde und konnte aus 14 Spielen 13 Punkte holen. In der Hinrunde waren es nur 7 Zähler. Das Hinspiel ging mit 3:0 an den HSV. Am Sonnabend wird es darum gehen, dass auch die 3 Punkte aus dem Rückspiel nach Hamburg gehen. So, nach dem Interview ist vor der Crunch-Time. Wir gehen mit Jonas Meffert in das letzte Kapitel des Spieltagschecks. Für euch noch einmal ganz kurz die Regeln. Meffo wird den Ball gleich 60 Sekunden hochhalten. Da bin ich mir jedenfalls ganz sicher, auch wenn er noch ein bisschen wankelmütig ist. Währenddessen werde ich unserem Staubsauger ein paar Fachfragen stellen zu seiner Karriere zum HSV, zur zweiten Bundesliga. Ihr kennt das. Die Führenden aktuell, Meffo, 9 richtige, Merlin Polzin, Stefan Ambrosius, Mario Vuskovic und Moritz Heyer. Also ein breites Feld, was da an der Spitze steht. Schauen wir mal, überlege ich mir nochmal. Erstmal ist 10 richtige für dich das Target, das ist das Ziel. Schauen wir mal, wie weit du es heute bringst. Und dann würde ich sagen, wenn du bereit bist, dann mache ich mich auch fertig. Zähl runter von 3 und dann geht's los für dich. 3, 2, 1 und los. Du hast bereits mehr als 170 Zweitligaspiele absolviert. Wahr oder falsch? Wahr. Richtig. Wie heißt das Stadion des FC Ingolstadt? Audi Park. Korrekt. Nenne einen Spieler unseres Kaders, der in dieser Saison bisher in jedem Ligaspiel zum Einsatz kam. Bakariata. Richtig. Das Hinspiel gegen Ingolstadt haben wir mit 3:0 gewonnen. Nenne einen Torschützen. Robert Glatzel. Falsch. Du läufst pro 90 Minuten mehr als 11 Kilometer. Wahr oder falsch? Ja. Korrekt. Bei wie vielen Siegen hast du in der aktuellen Zweitligasaison auf dem Platz gestanden? 13. Richtig. Hat die Stadt Köln mehr oder weniger als 1 Million Einwohner? Mehr. Richtig. Der Top-Torjäger des FC Ingolstadt hat 6 Saisontore. Wie heißt er? Kutschke. Bilbia. Gegen welches Team hast du dein erstes Pflichtspiel für den HSV absolviert? Schalke. Korrekt. In welcher Liga spielt die erste Mannschaft deines Heimatvereins TV Hoffnungsthal aktuell? Da der kleine technische Fehler. Und die Jury sagt, ja, ein paar Sekunden wären es noch gewesen, Meffo, kleiner technischer Fauxpas, macht aber nichts. 7 richtige Antworten sind zusammengekommen. Bezirksliga hättest du noch gewusst beim TV Hoffnungsthal, das wäre die 8. richtige gewesen. Und die letzte Frage, die stelle ich dir natürlich dann auch noch, der Vollständigkeit halber, auf wie viele Ligaeinsätze kommst du in dieser Zweitligasaison? 30. Auch richtig. Also da wäre durchaus noch ein bisschen mehr drin gewesen. Dennoch 7 richtige. Damit hast du übrigens dein Ergebnis aus der Hinrunde gematcht. Auch da waren es 7. Ordnest dich zum zweiten Mal quasi im vorderen Mittelfeld ein. Ist okay. Meffo, die alles entscheidende Frage. Bist du zufrieden? Ja, ist schon schwach, dass ich meine eine Minute hochgehalten habe. Schon nicht zufrieden heute. Okay. Müssen wir so hinnehmen. Dann laden wir dich in der nächsten Saison wieder ein. Du kannst bis dahin ein bisschen Ball hochhalten üben. Zum Glück kommt es darauf im Endeffekt ja nicht an. Bist trotzdem brutal wichtiger Bestandteil in unserem Team. Dementsprechend viel Erfolg auch wieder am Sonnabend in Ingolstadt. Zieht durch. Danke, Meffo. Und wir bedanken uns auch bei euch fürs Zusehen an diesem besonderen Tag hier im Volkspark. Es ist Zukunftstag, dementsprechend natürlich auch schöne, coole, freudige Grüße raus an alle Kids, die uns hier immer zuschauen. Ein großer Dank nochmal an Emma und Ben, die hier heute als Co-Moderatoren im Einsatz waren. Und dann verabschieden wir uns. Sagen, bleibt am Ball und denkt dran, nur der HSV.